So, ich stelle Ihnen die Teilnehmer kurz vor. Fange ich an, sozusagen von Ihnen aus betrachtet ganz rechts. Christian Görg, er ist Systemarchitekt für vernetzte Produkte beim Werkzeugmaschinenbauer Trumpf, einem der Unternehmen, die dort richtig stark aktiv sind. Dann neben ihm Wolfgang Dorst, er ist Bereichsleiter Industrie 4.0 im Bitkom und einer, der bisher die Plattform Industrie 4.0 auch mitgesteuert hat. Und da werden wir einiges heute auch zu sprechen können, wie das da weitergeht. Dr. Bettina Horster, sie ist von der VY Software, sie ist Leiterin des Bereichs Business Consulting und auch für Mobile zuständig. Dann neben ihr Jörg Drees von IFAG, das ist ein Beratungs- und Softwarehaus in Stuttgart. Dann haben wir den Herrn Gruber von Vorkam, er ist Gründer und Chef des Unternehmens, das sich auf die Steuerung von Steuerung von Maschinen konzentriert hat. Und dann direkt neben mir ist Heinrich Munz, er ist Systemarchitekt bei KUKA Roboter. Und Herr Munz, für Sie gleich die erste Frage. Das Thema wird ja sehr, wie wir gerade gesehen haben, sehr oft mit dem Thema, wie muss sich die Arbeitswelt verändern, zusammengebracht. Welche Anforderungen haben Arbeitnehmer der Zukunft, wenn sie in dieser vernetzten Industrie, in dieser vernetzten Produktion noch eine Rolle spielen sollen? Wie muss diese Rolle aussehen? Das heißt, wie werden sich Roboter entwickeln, um sozusagen in diesem Produktionsprozess drin zu sein? Wie sehen Sie da die Entwicklung für die nächsten 3-4 Jahre? Wie schnell geht das jetzt? Ja, ich möchte dazu ein Statement abgeben, was wir ursprünglich hätten machen sollen hier auf dem Podium. Aber wenn Sie mich gleich fragen, dann kann ich das abgeben, was gerade sehr gut dazu passt. Ganz vorneweg, Roboter sind keine Jobkiller in der Industrie 4.0, so wie es eben oft auch in der Community diskutiert wird. Und vielen Dank an Herrn Dr. Zürn von Daimler für diese hervorragende Werbepräsentation für KUKA, weil das sind genau die Roboter, die wir bauen. Und das entscheidende Thema bei diesem Ding ist, Herr Zürn hat es mehrfach erwähnt, ist das Thema Safety. Das ist nicht Security, ist nicht zu verwechseln mit Safety, mit Security, das ist Safety. Das heißt, Safety ist die Tatsache, dass der Mensch vor der Maschine geschützt wird. Im Gegensatz zu Security, da wird die Maschine vor dem Menschen, und zwar vor dem bösen Hacker, geschützt. So, und dieses Thema Safety, und zwar bei uns heißt das in der Fachsprache Functional Safety, das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt für die Maschinen der Zukunft, dass man eben Menschen im Umgang mit den Maschinen betreiben kann. Und wie gesagt, ich brauche da nicht mehr viel hinzufügen, das passt alles vielleicht, aber hier in der Öffentlichkeit eben auch ein Aufruf an die Politik oder beziehungsweise an die Normengemeinde, weil die Normen zu dem Thema Functional Safety, die sind ungefähr, keine Ahnung, gefühlte 100 Jahre alt. Das heißt, hier muss unbedingt etwas getan werden von der Normungsseite her, dass die diesem immens schnellen Vorwärtspreschen der technologischen Entwicklung, dass sie da mitkommen. Herr Dorst, Normen, Standardisierung, da sind wir bei einem Thema, das heute schon häufiger angesprochen wurde. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die Deutschen lange über Standards diskutieren und die Amerikaner mit ihrem Industrial Internet Consortium Fakten schaffen. Wie sehen Sie im Moment die Situation? Haben uns die Amerikaner an dieser Stelle einfach überholt und Fakten geschaffen, denen wir jetzt so ein bisschen hinterherlaufen müssen? Man sieht das ja, dass sowohl Bosch als auch Siemens als auch SAP dem Industrial Internet Consortium beigetreten sind und der nationale Alleingang, der, glaube ich, von der Politik so ein bisschen gewünscht wurde, dass wir da eine Vorreiterrolle einnehmen und die anderen sich quasi nach uns richten sollen, dass das schon Schnee von gestern ist, oder? Wie sieht die Lage aus Ihrer Sicht aus? Ja, das ist ja jetzt gerade in der Presse sehr aktiv bespielt, das Thema. Ich glaube, es gibt gegenüber Amerika einfach eine Vorstellung, dass Amerikaner ein pragmatisches Herangehen an alle Dinge dieser Welt haben. Und sie haben einfach eine Vorstellung und diese Vorstellung verfolgen sie. Und wenn sie in einer bestimmten Zeit das erreichen können, dann greifen sie es. Und wenn sie es nicht erreichen können, lassen sie es wieder fallen. Und diese praktische Haltung zu den Dingen, die ist sehr attraktiv. So, und ich merke das, ich habe oft Gelegenheit über Vorträge für Wirtschaftsvertreter
zu Industrie 4.0 zu sprechen. Und bei diesen Gelegenheiten werde ich manchmal unterbrochen, so nach 5 oder 10 Minuten, und werde gefragt: Herr Dost, was bedeutet eigentlich Industrie 4.0 für mein Unternehmen? Also ich frage mich, wie kann ich eigentlich im nächsten Monat die Gehälter meiner Mitarbeiter zahlen? Oder wie kann ich eigentlich im nächsten Quartal den Großauftrag bekommen, um für mein Unternehmen das Überleben zu sichern? Das heißt, die Wirtschaftsvertreter werden mehr und mehr ungeduldig und sie suchen nach schnellen, geldwerten Nutzen aus der Idee Industrie 4.0. Und das ist genau das Problem, dass Industrie 4.0 ist eine Überschrift für eine Vision. Das ist ein Nordstern. Das zeigt uns einen Weg, auf den wir in den nächsten 10 oder 15 Jahren gehen wollen. Und es ist nicht eine einfache Lösung, die wir in eine Schachtel packen, auf den Tisch stellen und sagen: Hier, lieber Kunde, das ist genau das, was du gesucht hast. Da drin ist jetzt Industrie 4.0. Mach das mal auf, bezahl so und so viel, schalte das ein und dann hast du, was du suchst. Sondern das kann ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Es gibt viele Ausprägungen davon und alle können wir uns noch nicht mal vorstellen. Und das sieht man daran, der Bitkom hat eine Analyse gefahren im letzten Jahr. Wie viele Definitionen gibt es denn von Industrie 4.0? Und bei 134 haben wir aufgehört. Das heißt, wenn das so ist, dass es 134 Definitionen gibt, dann sieht man, viele stellen sich was ganz unterschiedlich das darunter vor. Und darum kommt es an, darauf besonders an, dass so wie heute in Vorträgen, die wir gehört haben, gerade haben wir einen gehört und heute Vormittag auch einen, dass wir zeigen, welchen Nutzen das in der Nische haben kann und wo man es auch schnell umsetzen kann. Dann wird das Vertrauen da drin gestärkt und dann wird man auch schneller zugreifen. Und dann wird auch die Diskussion, sind die Amerikaner schneller oder sind die Deutschen schneller, nutzen wir unseren Vorteil, den wir haben durch das starke produzierende Gewerbe, diese Diskussion wird dann auch einfach mal aufhören. Es geht darum, jetzt tatsächlich, so wie wir es gesehen haben, praktische Beispiele zu nutzen. Mhm. Ja. Darf ich da ganz kurz was anfügen, weil ich war gestern auch auf dem und vorgestern auf dem Bosch Connected World Congress hier in Berlin. Und Bosch hat dort eben vorgestellt, dass sie als Mitglied in der IIC ein Testbed innerhalb der IIC eingerichtet haben. Also das ist ein offizieller Mechanismus innerhalb der IIC, wo sie Internet 4.0 fähige Akkuschrauber, Wi-Fi connected in der Halle, örtlich lokalisierbar. Diese Dinge haben sie mit 3, 4 Firmen zusammen ins Testbed der IIC eingestellt. Das heißt, das erste Testbed im IIC kommt von einer deutschen Firma. Und drum mein Credo, das hat hier mit politischen oder nationalen Gefühlen überhaupt nichts zu tun. Was gestern auch mehrfach gesagt wurde, Daten machen nicht vor Grenzen halt. Wir müssen gucken, dass wir diese Dinge, die Kommunikationsebenen, die müssen wir global einheitlich in den Griff kriegen. Und das Beste ist eben, dass man auch mit Ländern wie USA und so weiter da zusammenarbeitet, dass man diese Dinge eben dort auch vorwärts treibt. Herr Gruber, wir hatten ja das Gespräch neulich schon mal. Können Sie mit einem Satz kurz beschreiben, was Vorkam macht? Und auch, Sie sind viel in den USA unterwegs, wie sehen Sie dort die Entwicklung? Wie schnell sind die Amerikaner in diesem Markt unterwegs? Worauf müssen wir uns da einstellen? Die haben natürlich nach der Finanzkrise von 2008, 2009 auch gemerkt, nur mit Finanzdienstleistungen werden sie ihre Volkswirtschaft kaum über die Runden kriegen und fahren seitdem ein Industrialisierungsprogramm, die Chinesen natürlich auch. Wie sehen Sie uns da im globalen Wettbewerb aufgestellt? Sind wir da so gut, wie wir immer waren? Und schaffen wir das mit dem Tempo, mit dem wir im Moment unterwegs sind? Wir sind so langsam. Ich bin die ersten 10 Jahre 700.000 Kilometer in Deutschland, Europa gefahren und die letzten 5 Jahre etwa 5 Millionen mit dem Flugzeug. USA ist jetzt dabei, Trendsetter zu werden. Die Regierung hat gerade eben 400 Millionen Dollar für die DMDI-Initiative zur Verfügung gestellt. Die Amerikaner haben erkannt, dass die Standardisierung und die Kommunikation mit den Maschinen und Sensors entscheidend ist. Wer den Standard definiert, der definiert zukünftig, wie der Weltmarkt in diese Richtung gehen wird. Und Industrie 4.0 ist eine Untermenge von IoT. Das IoT-Protokoll, da werden wir aus Deutschland nicht mehr viel dazu bewegen können. Das wird von den Consumers definiert. Jetzt kommt es darauf an, in der Produktion. Wie können wir Standards hier mit VDMA
mit ZVI, mit Bitkom definieren. Wir haben in Deutschland eine Weltklasse Maschinenbauindustrie und hier geht es darum, Standards in den Weltmarkt zu bringen. Aber auch hier muss ich sagen, Speed ist gefordert. Die Amerikaner haben mit MT Connect bereits Fakten geschaffen. Wie wir alle wissen, ist eine der Kernthemen in der Industrie 4.0 das Thema Interoperabilität. Wir müssen es schaffen, heterogene Steuerungen IT-technisch zu vernetzen. Und hier haben die Amerikaner wieder Führungsarbeit geleistet. Und ich bitte Sie, das einfach zu notieren. MT Connect ist bereits ein Standard, der sich abzeichnet, um das babylonische Sprachgewirr von Steuerungen zu überbrücken. Wir selbst sind international aktiv. Wir haben gerade kürzlich in einer Firma in Singapur und in Malaysia Matzak-Anlagen über MT Connect sozusagen erschlossen, IT-technisch. Eben Analytics angewandt auf Basis MT Connect. Und ich bitte hier darum, dass Deutschland Initiative ergreift und aus der Kraft der Maschinenbauer diese Standardisierung vorantreibt und sozusagen den Stecker neu definiert. Wir brauchen einen Stecker, den wir liefern, mit den Steuerungen, einen Service-Stecker, so wie den VDE-Stecker, dass wir dort mit den Maschinen ganz einfach kommunizieren können. Und ich stelle mir vor, dass wir in 3 Jahren über gelbe Seiten abrufen können, welche Anlage darf ich drauf, was kann die, was macht die, was tut die. So stelle ich mir die Zukunft vor für Deutschland und für die Welt. Kurz, ja. Kurz antworten. Da muss ich doch was dazu sagen, weil ich fühle mich da jetzt ein bisschen angegangen, weil ich auch Mitglied in der AG2 bin und dort stellvertretender Vorsitzender der Industrie 4.0 Plattform. Und genau dort, wo nichts vorwärts geht, das liegt aber nicht daran, dass wir nicht gearbeitet haben. Wir haben diesen Standard bei uns intern definiert. Wir dürfen ihn nur nicht in der Öffentlichkeit sagen, weil wir bisher in den Verbänden aufgehangen sind. Und das Wettbewerbsrecht der Verbände verbietet, dass wir in Verbandsarbeit solche Dinge nach außen publizieren dürfen. Wir dürfen keine Empfehlung abgeben. Wir dürfen es nicht beim Namen nennen. Das ist einer der Hauptgründe, warum jetzt auch die Industrie 4.0-Plattform umorganisiert wird und demnächst eben unser Dach des BMWi kommt. Herr Gabriel wird hoffentlich heute Nachmittag etwas dazu sagen. Dann lassen Sie mich noch eins sagen zu dem Thema, das Protokoll für IoT wird es nicht geben. Sie haben völlig recht. Industrie 4.0 ist eine Untermenge von IoT, aber es wird kein das IoT-Protokoll geben, weil die Industrien nämlich, keine Ahnung, 20 Stück, 30 Stück sind. Und da wird jede Industrie ihr spezifisches Protokoll definieren. Und Bosch hat gestern, und zwar Bosch Software Innovations, hat angekündigt, dass sie eine Firma übernommen haben, die im Bereich OSGI ganz stark tätig ist. OSGI ist Java-basierend, ein Framework Java-basierend. Das sind die Haushaltsgeräte und diese Ecke. Die können das ruhig machen, aber dieses Protokoll ist für uns in der industriellen Automatisierung einfach untauglich. Und ich habe mit Kollegen von Bosch Rexroth geredet und die sehen das genauso. Das heißt, die industrielle Fertigung und Produktion wird sich hier ein eigenes Protokoll aussuchen. Und by the way, wir haben das schon. Wir dürfen es nur nicht sagen. Wir haben es und dürfen es aber nicht aus der Schublade holen. Klingt jetzt auch nicht nach Fortschritt, Herr Dorst. Das ist die Politik. Verbandsarbeit. Das werden wir wieder Herrn Gabriel fragen, Herr Dorst. Was die Protokolle angeht, da gibt es 2 verschiedene Flugrichtungen. Es gibt die Automatisierungs- und die Maschinenbaubranche. Die hat die Flugrichtung, also die startet aus der Werkhalle raus, durchs Dach, in die Cloud sozusagen. Und dann gibt es die IT-Branche. Die hat die andere Flugrichtung, die kommt sozusagen aus der Cloud und möchte landen auf dem Dach der Fabrikhalle. Und die kommen beide mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Die IT-Branche, die kommt sozusagen aus der Zeit des E-Businesses und der Plattformen, die es gibt, in ganz unterschiedlicher Form. Zum Beispiel in der Touristik gibt es Booking.com, TripAdvisor oder HRS. Oder es gibt im Hotel, ja, Hotelbereich war das jetzt, dann gibt es im Transportation, also Taxi, da gibt es jetzt Uber, das ist sehr bekannt geworden. Es gibt natürlich eBay, es gibt Amazon, das sind so typische Plattformen. Das ist der Bereich, aus dem kommt die IT-Branche und mit dem, von der Perspektive möchte sie sozusagen auf das Dach oder durch das Dach der Fabrikhalle landen. Und aus der Fabrikhalle kommen eben die Automatisierer mit ihrer Vorstellung. Das heißt, wir haben hier tatsächlich die Frage, wie bringt man das zusammen? Und auch wenn gesagt wird von Herrn Munz, wir haben das,
Es gibt tatsächlich eine Idee, wie das gestaltet werden kann, aber ausgemacht ist das auch noch lange nicht. Ja. Nicht? Und ein Satz noch vielleicht zum Schluss. Es ist so, wir Deutsche, wir sind eben dafür bekannt, dass wir die Perfektion suchen. Und die Amerikaner, die sind eben pragmatisch. Also ist eben die Frage, gehen wir mit einer 20%-Lösung schon mal los und versuchen es in der Nische zu machen? Oder bleiben wir noch sitzen und überlegen es auf die 80- oder 100%-Lösung? Und da so zwischen geht das Pendel hin und her und darum ist die Erscheinung nach außen so, dass es so zögerlich ist. Ja. Frau Horster. Ja, also ich hätte da auch noch eine kleine Beobachtung. Und zwar, wir haben im landwirtschaftlichen Sektor ein Projekt gemacht, das nennt sich MTM Teledesk. Da geht es um die Prozessoptimierung von ganz verschiedenen heterogenen Systemen. Es gibt ja den sogenannten ISO-Bus, das ist ein Standard. Den haben die, läuft über den VDMA Landtechnik. Und da war dann die Idee, jawohl, das ist unser Role Model für andere Branchen, weil das hat gut funktioniert. Da haben sie einen Stecker. Und egal, was sie, ob sie eine Giftspritze oder was auch ein Grupper oder sowas, alles können sie an ihre Traktoren anschließen. Und danach funktioniert das mit einem Steuerdisplay. Und dann haben wir natürlich für M2M einige Parameter gebraucht. Die gab es natürlich in dem Standard nicht. Und dann sind wir zum VDMA, sehr naiv, muss ich sagen, haben gesagt, so, wie ist denn hier Fülltank der Kornschnecke, wie sieht das aus? Und dann wurde dann gesagt, ja, 5 Jahre dauert das aber mindestens. Und da habe ich gesagt, es tut mir leid, aber 5 Jahre habe ich keine Zeit. Und so sind wir irgendwo in diesem Projekt zum Schluss gelangt. Also wir werden keine Branchenstandards haben. In der Logistik werden wir sie nicht haben, weil die schon viel zu weit entfleucht sind. Wir müssen mit Integrationsplattformen arbeiten, ob wir das wollen oder nicht. Also ich glaube auch nicht, dass die Amerikaner da, also zumindest mal auf Branchenebene, da irgendwelche Standards setzen wollen, weil das ist ja schon alles so fragmentiert. Und wenn einige Firmen schon mal losgelaufen sind, glauben Sie, dass die ihre wertvolle Arbeit wegschmeißen werden? Also ich glaube, wir werden viel, viel, viel mit Integrationsplattformen arbeiten müssen. Und ich denke, das ist der Weg. Integrationsplattformen klingt nach viel Arbeit und vieler Mühe. Ja, natürlich. Ist auch nicht schön. Da müssen Sie für jedes System, was Sie da andocken wollen, Hand anlegen. Klar, ja, toll ist das nicht. Ja. Herr Gruber, direkt dazu. Ja, Speed is everything und ROI, Return on Invest. Praktisches Beispiel, welche Vorteile bringt die Standardisierung MT Connect? Beispiel Schlumberger, Number One Oil and Gas. Haben Plant in Mexiko mit 50 teuren Maschinen, die haben unterschiedliche Steuerungen von Mazak, Fanuc und Siemens. Aufgrund der Vorgabe MT Connect war es möglich, die transparente Fabrik in 2 Monaten die Lösung zu liefern. Das zum Thema Speed und das zum Thema Standardisierung. Es geht auch um das Thema Return on Invest. Wir wollen ja hier keine Rocket Science betreiben, wir wollen hier anwendbare Software, die es unseren Produktionswerken hilft, einen dramatischen Produktionszuwachs zu erreichen, sprich Produktivitätssteigerung. Herr Görg, Herr Drees, aus Ihrer Sicht, wenn wir diese doch komplexe Lage haben, was Standard und Standardisierung angeht, wie läuft das bei Ihnen sozusagen im täglichen Geschäft bei Trumpf? Mit welchen Standards arbeiten Sie oder mit welchen Protokollen arbeiten Sie, damit Sie sozusagen Industrie 4.0 zum Laufen erwecken? Oder sagen Sie sich, wir können nicht darauf warten, bis die Politik irgendwas geschaffen hat? Also auf einen können wir uns immer verlassen, auf einen Standard, das ist TCP, IP, sowas auf der Ebene. Darauf kann man immer setzen, egal wo vom Level her hängt. Es sind auch nicht immer nur die Standards dann nach außen hin, die uns treiben, sondern nach innen hin haben wir ja Standards. Und OPC-UA ist ein Thema, ganz klar. Ich bin nicht in Gremien aktiv, insofern kann ich jetzt einfach mal einen Standard nennen, den wir vorantreiben als Außenschnittstelle für Maschinen, als Schnittstelle an andere Systeme. Aber auch Schnittstellen sind nicht nur das einige Thema, dann, wo wir dran arbeiten. Das sind ja auch die Funktionalitäten, die dahinter stecken, also die wir nicht alle allein lösen können, die dann halt entsprechend auch in Bausteinen vielleicht organisiert sein müssen. Ja. Spielt MT Connect, was Herr Gruber ins Spiel brachte, für Sie eine Rolle? Habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja, okay. Herr Dres? Also prinzipiell gab es das Problem auch vor der Industrie 4.0 schon in ähnlicher Form. Es gab ja, wir haben ein paar Bilder gesehen in der
der einen oder anderen Richtung, was Schnittstellen oder eben genau die Schnittstellenprobleme anbelangt. Das hatten wir in dem Thema digitale Fabrik schon Zeiten vorher. Das haben wir auch heute noch so. Das ist nicht so, dass es sich aufgelöst hat, die sogenannten proprietären Formate zu haben. Auf der einen Seite, was Datenhoheit anbelangt. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich gelebte De-facto-Standards. Also insofern sehe ich diese ganze Thematik sehr wohl hinderlich, aber es ist nicht das, was uns sozusagen stören sollte, in dem Thema weiter dran zu arbeiten und auch entsprechend Kooperationen, egal welcher Natur, ob das industrielle Hochschulkooperationen sind. Wir selber sind im Bereich unterwegs. Ich habe auch de facto mit Partnerschaften mit amerikanischen Unternehmen zu tun und das haben auch, denke ich mir, sehr viele auch in dem Hause, am heutigen Tage. Und der Punkt ist, dass die tatsächlich, wie Sie es gerade gesagt haben, möglicherweise eine andere Art des Vorgehensmodells haben, innovativ zu sein. Und so ein Stück weit, wo aus der Ecke, wo wir herauskommen, ist jetzt nicht nur die Gremienarbeit in den Vordergrund zu stellen, um entsprechende Standards zu setzen, die ergeben sich im Laufe der Zeit, das haben wir gemerkt im Laufe der Jahre, sondern sich eben konkret damit auseinanderzusetzen, dass man an den kooperierenden Modellen weiterarbeiten kann, die da heißen, dass man eben interdisziplinär tatsächlich auch arbeitet. Wir hatten das vorhin mal erwähnt in dem Bereich oder vielfach gehört, werden Arbeitsplätze geschaffen oder nicht geschaffen, werden wir umstrukturieren müssen. Es wird das passieren und es ist de facto schon da, dass Disziplinen sich verschmelzen müssen in den einzelnen Unternehmen, in den Hochschulen selber merkt man das. Und dass wir auch in entsprechend solchen Themenstellungen wie Industrie 4.0 mit sehr, sehr vielen Fachschaften zusammenarbeiten müssen und kooperieren müssen, auch da wieder. Ganz praktisch gesprochen gehen die großen Unternehmen natürlich bei dem Thema voran. SAP haben wir heute schon zweimal gehört. Für viele Mittelständler ist es aber noch ein großer Berg, der vor ihnen liegt, den sie überhaupt noch nicht fassen können, was denn da auf sie zukommt. Und meine Frage wäre an alle gerichtet, wie kann man denn einem Mittelständler helfen, sozusagen das mit dem Thema zu beginnen? Also in vielen Umfragen kommt immer wieder raus, Mittelständler sagen, ja, das Digitalisierung, wir haben ja alle gesehen, was mit der Digitalisierung in unserem täglichen Leben passiert, was Information, was Kommunikation angeht, was Online-Handel angeht, dass in 10 Jahren die Landschaft sich komplett verändert hat. Nokia ist quasi nicht mehr da, dafür ist Apple ein Riesenunternehmen. All diese Dinge können natürlich auch, werden auch sicherlich in der Produktion oder in der Wirtschaft kommen. Wie kann man denn einem Mittelständler sozusagen die low-hanging fruits zeigen, sagen, da fängst du an, das macht Sinn, dort reinzugehen, das sind die ersten Schritte, um dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Herr Gruber? Hier geht es nur um das Thema Kosten-Nutzen-Effekte. Wir müssen es einfach mit konkreten Anwendungsbeispielen zeigen, was ist konkret mit Industrie 4.0 Technologie möglich. Ich möchte einen Mittelständler besonders herausheben, im Automobilzuliefererbereich, wo wir alle wissen, höchster Wettbewerbsdruck. Die Firma MSA Technologies aus Laupheim, da hat der Geschäftsführer Produktion erkannt, er kann nur mit dem Einsatz von Technologie aus Industrie 4.0 die totale Transparenz der Produktion erreichen, kann Verschwendung erkennen, kann optimieren und er hat Vorbildarbeit geleistet und das VDI, Zentrum für Ressourceneffizienz, hat dort einen wunderbaren Film gemacht. Ein Anwendungsfilm für andere Mittelständler. Und ich denke, mittelständische Geschäftsführer sind nur mit solchen Erfolgsstories zu überzeugen. Und das ist mein Appell an die Audience. Herr Wutz. Ja, jetzt muss ich hier schnell meinen Denkverstärker hochholen, weil ich möchte ein Zitat anführen, das möchte ich gern wortgetreu zitieren. A fundamental new role for business is that the Internet changes everything. Das war Bill Gates im Jahre 1999. Jetzt hat Bill Gates nicht allzu viel in seinem Leben selber entwickelt, er hatte nur sehr viel Glück. Aber da hat er eben doch sehr genau ins Schwarze getroffen. Und aus diesem Statement erwächst eine, wie ich es wirklich sagen möchte, Gefahr für die Mittelständler. Zwar je nachdem, was für ein Produkt sie herstellen, aber für Maschinenbauer
kann sich aus dieser Aussage eine Riesengefahr heraus entwickeln, die eigentlich bisher im Zusammenhang von Industrie 4.0 noch nirgends diskutiert wurde. Was mich eigentlich wundert. Immer wird über Gefahren wie Security und solche Sachen geredet. Nein, Industrie 4.0 birgt eine ganz, ganz extreme Gefahr für Maschinenbauer. Ich möchte jetzt niemand Angst machen und ich bin der Letzte, der eben zögert, irgendwas Neues zu machen, aber da muss man wirklich aufpassen. Lassen Sie mich das erklären. Es ging los in den 60er Jahren. Da gab es eine Firma namens IBM, die hat einen Großrechner gebaut. Deren Chef hat damals so 1960 rum gesagt, er sieht das gesamte Volumen für Computer auf der Welt bei 5 Stück. 5! So, dann kam so ein Turnschuh tragender Junge um die Ecke namens Bill Gates und die gesamte Story kennen wir. Das heißt, der PC hat die Mainframes, naja, nicht gekillt, IBM hat es geschafft, trotzdem zu überleben. Aber das ist das Stichwort Disruptive Innovations. Disruptive Innovations können bestehende Businessmodelle und vermeintlich fest im Sattel sitzende Firmen pulverisieren, wie Sie vorher sagten. Apple hat Nokia pulverisiert. Und da komme ich gleich in meinem zweiten Beispiel dazu. Während nämlich Bill Gates nur sehr viel Glück hatte, war Steve Jobs von Apple ein Genie. Der hat nämlich nicht nur ein solches Disruptive Innovation gemacht, sondern der hat gleich 3 Stück auf einmal in seinem kurzen Leben geschafft. Das erste war nämlich die Musikbranche revolutioniert. Da hat ihm die technologische Entwicklung MP3 geholfen mit iTunes. Er hat den iPod entwickelt und iTunes als Plattform, zu dem Stichpunkt komme ich gleich nachher nochmal. Dann hat er die Moviebranche revolutioniert, weil ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Steve Jobs ist in seiner Abwesenheit bei Apple, war er Geschäftsführer von Pixar. Und das dritte, was er revolutioniert hat, waren die Cellphones eben mit Nokia. So, ich überspringe jetzt hier ein paar Sachen, ich habe da noch ein paar mehr. Ich danke dafür. Uber wurde genannt, aber was ich sagen möchte, das betrifft auch unsere Branche, weil was passiert gerade? Tesla baut gerade Autos. Tesla, ein New Kid on the Block, macht Daimler und BMW Konkurrenz. Und wo bauen sie das Auto? Nicht in China, in einem Niedriglohnland, nein, im teuersten Flecken der Welt, nämlich im Silicon Valley in Fremont. Bauen die Autos. Und was man gerade vor einer Woche im Ticker gelesen hat, Apple wird ein Auto bauen oder hat es vor, nämlich das Projekt Titan. Was ich damit sagen möchte, lernen Sie mich einen kurzen Abschlusssatz nehmen. Wir müssen aufpassen, wir Maschinenbauer müssen aufpassen, dass wir eben nicht durch so eine Disruptive Innovation von irgendeinem dahergelaufenen, von irgendwo auf der Welt, eben durch den Einsatz von IT-Technologie, weil das steckt hinter den ganzen Dingen, eben disruptiert werden. Herr Görg, wie groß ist die Gefahr, wie groß wird die Gefahr in Ihrem Hause angesehen, dass jemand um die Ecke kommt und sozusagen Sie disruptet? Sie wird so groß angesehen, dass wir uns in die Richtung selber entwickeln, dass wir uns vielleicht Teile von unseren Geschäftsmodellen disrupten. Ganz klar, indem wir Marktplätze haben, wo plötzlich Transaktionen anders sind, wie wir es heute haben, dass klassische Geschäftsmodelle durch Maschinenverkäufe sich vielleicht aufheben. Also da entwickeln wir uns auch weiter, aber es ist jetzt nichts, wo wir sagen, dass wir ganz kurzfristig da einer reinspringt und uns das Geschäft wegnimmt. Also Sie schlafen doch ruhig. Bitte? Wir auch? Also ich sehe die Problematik auf einer ganz anderen Ebene. Da haben jetzt die Unternehmen sehr, sehr lange investiert, ihre IPs aufgebaut und sich wirklich Mühe gegeben, das auch schön zu schützen und alles abzuschirmen. So, und jetzt kommen die ganzen Industrie 4.0-Leute und sagen, so, hier ist die Cloud, hau mal deine Datenstrukturen rein, hau alles rein, was geht. Nur so können wir dich natürlich in diese heterogenen Wertschöpfungsnetze integrieren. Und das muss man mal mental auch verarbeiten. Und ich glaube, hier muss doch mal angesetzt werden und nicht immer, ja, technisch ist das super und wir schaffen hier eine super Rentabilität. Ich glaube, wir müssen hier wirklich einen Schritt vorher angehen und sagen, wie ist das mit dem Vertrauen? Ich fand das ganz toll in dem Vortrag von dem Herrn hier Kreitler von SAP, der gesagt hat, braucht ja nicht alles über die Steuerung zu laufen, vielleicht machen wir mal einen Bypass. Ja, dass man den Leuten vielleicht auch mal da ein bisschen hilft, ihre Urängste, und das sind Urängste, also wie gesagt, wir haben mit vielen Mittelständlern gearbeitet, die sagen, ich bin doch nicht blöd.
So, dann kommt so ein Musk her und sagte, ach, ich stelle mal alle meine IPs ins Internet, für einen Tesla ist doch kein Problem. Ja, das ist für die ein Schock. Ja, das ist ja mal eine völlig andere Angehensweise an so ein Ding. Aber solche Leute helfen natürlich der Sache, indem sie sagen, pass mal auf, es sind nicht mehr die IPs, es ist heute, wie du das machst, wie du dich integrierst, wie du in diese Wertschöpfungsnetze reingehst. Aber wie gesagt, um zu Ihrer Ausgangsfrage zu kommen, man muss denen auch ein bisschen helfen. Also ich war letztens auf einem Vortrag. Ja, entweder die eine Hälfte der Leute schläft weg, weil sie sich so überfordert fühlt, und die anderen, die werden völlig hektisch. Aber richtig wohlfühlen, wenn sie mal so IHK-Dinger da besuchen, da fühlt sich doch keiner mehr so richtig wohl. Die sind doch alle irgendwie ja so uncomfortable, wirklich. Und ich glaube, ja, jetzt hier auch die Frau der Runde, ist wirklich mal gut, ein bisschen mehr fürs Wohlergehen und Wohlfühlen da zu tun und eben Lösungen schaffen. Also ich habe mir zum Beispiel mal so eine Treuhänderlösung für die Daten angeschaut, um denen wenigstens auch mal ein bisschen das Gefühl zu geben, so, alles, was du da rein tust, ist nicht komplett verloren für dich, dein Wettbewerber, guck mal, in der Landwirtschaft. Klaas und John Deere, das sind ganz knallharte Wettbewerber und die sollen jetzt alles ungefragt zusammen integrieren. Das finden die auch nicht so spannend und toll. Also man muss denen so Sandboxes schaffen, wo sie ihre Sachen etwas schützen können. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Herr Gruber, du hast noch jeweils einen Satz dazu. Dann sind wir leider schon aus der Zeit herausgelaufen und müssen die Diskussion beim Essen weiterführen. Nur nachgewiesene Produktivitätssteigerungen bei namhaften Kunden werden die Welle in Deutschland beschleunigen. Ich nehme drei Beispiele am Schluss. Audi Presswerke, sensationell, Produktivitätssteigerung mit Industrie 4.0 Technologie 20% in 12 Monaten. MSR Technologies, Mittelstand, größer 20% im ersten Jahr Produktivitätssteigerung. Chicken Aerospace, unser Kunde in Newington, USA, bekommt jetzt den Manufacturing Leadership Award. Prozesszeitverkürzung 20%, haben dadurch Aufträge von Rolls-Royce gewonnen. Das sind Beispiele, die einfach aufzeigen, welchen Effekt Industrie 4.0 Technologie bei den Produktivbetrieben erreichen kann. Herr Dorst, Sie haben das Schlusswort. Also wenn wir über Industrie 4.0 sprechen, dann dürfen wir nicht in den Fehler verfallen, nur darüber zu reden, dass der Kuchen gleich groß bleibt und wir darüber diskutieren, wie die Kuchenstücke neu geschnitten werden. Sondern wir müssen darüber diskutieren, wie der Kuchen größer wird, und dann auch die Kuchenstücke natürlich größer werden. Natürlich gibt es einen Wettbewerb zwischen den Branchen. Die Automatisierungsbranche, die Maschinenbaubranche und die IT-Branche streiten sich, in Anführungsstrichen, um neue Möglichkeiten des Geschäfts, über vor allem Services, die zur Monetarisierung besonders geeignet sind, über Plattformen. So, aber wir müssen uns wirklich davor schützen, auch gegenüber den Mittelständlern, das, was weggenommen wird, weil der Kuchen gleich groß bleibt. Der Kuchen wird größer. Das ist die Grundidee, die dahinter steckt. Und wie kann dabei den Mittelständlern geholfen werden? Und ich denke, es gibt zwei Dinge. Einmal durch die wissenschaftliche Forschung werden grundsätzliche Fragen gelöst bei Industrie 4.0 Technologien, die ein Mittelständler nicht lösen kann, weil er keine Abteilung, weil er keine finanzielle Möglichkeit oder auch keine personelle Möglichkeit hat. Also wir brauchen nach wie vor in Deutschland Forschung in bestimmten Bereichen, auch in Bereichen der Vernetzung, in Bereichen der Standardisierung, Referenzmodelle, um Lösungen zu suchen, auf die dann, weil sie Open Source sind, Mittelständler einfach zugreifen können. Das ist das eine. Und das Zweite, was wir brauchen die Großen als Riesen, die den Markt bereiten. Weil nur die Großen sind in der Lage, einen Markt zu ebnen, einen Markt zu setzen. Und die Mittelständler brauchen im Verhältnis zu den Riesen die Möglichkeit, sich auf die Schulter dieser Riesen zu setzen, so wie wir es in anderen Branchen auch haben, und gemeinschaftlich diesen neuen Markt zu bestellen. Und wenn wir dieses Verständnis nicht haben, sondern immer diese Kluft predigen zwischen den Großen und den Kleinen, dann werden wir da auch nicht vorankommen. Jeder hat seine Rolle in diesem Spiel. Aber einen ganz kurzen. Ganz kurz, weil ich möchte das nicht so stehen lassen, was ich vorher sagte, da diese Beängstigung, sondern ich möchte eigentlich die Lösung dafür noch kurz auskizzieren. Die Maschinenbauer müssen umdenken, und das wurde vorher schon mal gesagt, weg von dem Produktgedanken hin zum Servicegedanken.
Das Produkt muss Bestandteil einer Plattform werden. Und zwar am besten von ihm selber angeboten, wenn er das im Kreuz hat. Wenn nicht, muss er sich genau auf die Schultern von den Großen setzen, die solche Plattformen anbieten. Und da müssen die Maschinenbauer sich hinbewegen. Die Services, das ist die Zukunft. Ja. Mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit muss ich an dieser Stelle schon sagen, herzlichen Dank für die Diskussion. Wir haben viele Dinge nur anreißen können, die wir gerne nochmal in einer anderen Stelle vertiefen können. Ihnen guten Appetit jetzt und bitte um Punkt 14 Uhr müssen alle wieder hier sein und auf ihren Plätzen sitzen, weil der Minister Gabriel genau 20 Minuten Zeit hat und um 14.20 Uhr uns wieder verlassen muss. Insofern 14 Uhr bitte alle zurück. Vielen Dank.